Einen schönen guten Morgen wünsche ich allerseits. Es könnte nicht besser sein, der erste Advent, der 3. Dezember und draußen schneit es mitten in Frankfurt. Eine Atmosphäre wie auf den Bergen heute hier. Der Abschluss für dieses Jahr, für The Local Listener, mein vierter Gast heute Abend. Ich freue mich sehr, dass es diese Reihe gibt, um Musiker und Künstlerpersönlichkeiten aus Frankfurt in einer anderen Art und Weise als in einem normalen Konzert vorstellen zu können. Persönlichkeiten, die nicht unbedingt jedem sofort nur beim Namen ins Auge springen und sagen, ach, der ist das. Und so gilt es sicherlich auch für meinen heutigen Gast. Aber warum das so ist, das erfahrt ihr und sie hier, heute und jetzt. Und wir fangen natürlich mit einem Stück Musik an, denn was könnte das erstmal besser erklären als die Musik selbst? Begrüßen Sie mit mir meinen heutigen Gast Sascha Wild und einen seiner ersten Gäste, Harry Gottschalk.
So, der eine verlässt uns gleich wieder. Harry, vielen Dank für deinen Besuch. Du kommst ja später wieder. Versprochen, keine Frage. So, die Bühne ist ja klein, aber wir haben uns dafür entschieden, uns hier gemütlich niederzulassen. Lieber Sascha, ich freue mich sehr, dass du zu Besuch bist. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, lieber Gregor, für die Einladung. Wir haben ein erstes Stück Musik von dir gehört, das heißt What is in your mind? Ich habe meinen letzten Gästen immer schon damit gedroht, dass ich sie immer, wenn ein Musikstück kommt, ich nach den Titel fragen werde, weil mich das ja immer vorwiegend beschäftigt, dass wenn ich mich mit einem Stück befasse, dass ich mich frage, was soll das denn eigentlich heißen? Wofür steht denn für dich What is in your mind? Nimmst du meins? Spreche auch gerne lauter. Nimm mal das vom Gregor. Ja, das ist die schlimmste Frage, die man einem Musiker stellen kann, ist, warum heißt dieses Musikstück eigentlich so, wie es heißt? What is in your mind ist, glaube ich, einfach stellvertretend für das, was so, sagen wir mal, in der künstlerischen Kreativität so passiert. Und das sind manchmal Vorgänge, die man gar nicht so genau benennen kann, aber irgendwas ist im Kopf. Und ich würde sagen, das ist eine passende Übersetzung dafür. Auf jeden Fall ist es ein guter Anfang. Das ist ein ordentlicher. Wir müssen hier total Mikrofontausch machen. Das wird jetzt lustig heute Morgen. Das ist aber trotzdem ein passender Titel für den Anfang, weil natürlich stellt sich hier die Frage, was ist in deinem Kopf? Und ich hoffe, dass wir am heutigen Tag dazu kommen werden, das auch näher zu beleuchten. Wenn man dich sieht, gibt es natürlich dich als Schlagzeuger, den wir jetzt gesehen haben, aber du bist gleichzeitig auch Komponist, elektronischer Künstler, Sounddesigner, du bist Musikpädagoge. Wenn du dich jetzt da hinterm Schlagzeug siehst, bist du da auch gleichzeitig der Sounddesigner, der elektronische Künstler oder wer steht da für dich im Vordergrund? Das geht jetzt. Doch, guck mal, es geht. Das ist auch Wir haben das extra so verabredet, damit diese Anfangsnervosität auf der Bühne nicht so groß wird, haben wir ständig was zu tun. Also wenn ich spiele, auf der Bühne sitze und hinterm Schlagzeug bin, dann ist das meine Heimat, an der ich mich am wohlsten fühle und deswegen bin ich da in dem Moment voll und ganz Schlagzeuger. Wenn jetzt aber so ein Projekt entsteht, dann bin ich natürlich auch derjenige, der sich die Sounds ausdenkt, und in dem Fall mit dem Harry Gottschalk zusammen sich auch die Musik überlegt, welche Elemente kommen da mit rein. Man hat diesen Vocoder gehört, mit dem werden wir es heute noch öfter zu tun haben. Also letztlich auf der Bühne bin ich immer gerade der an der Maschine oder an dem Gerät, an dem ich mich da gerade befinde. Und im Studio bin ich hochgradig schizophren und versuche immer jede Rolle, die dann wichtig ist, entsprechend auszufüllen. Das gibt mir die Möglichkeit, einfach den Sprung nach ganz hinten zurückzumachen. Ich lese in deiner Biografie, Jahrgang 1976, aufgewachsen in Frankfurt-Bornheim, spielt seit seinem 5. Lebensjahr Schlagzeug. Bevor er laufen konnte, sammelte er bereits erste rhythmische Klänge auf Töpfen, Tellern und anderem Küchenzubehör. Ich könnte auch deine Eltern fragen, die da sind, aber ich möchte von dir hören, ob du denen nicht fürchterlich auf die Nerven gegangen bist, damit das zu machen. Ja, ich habe das Nee von meiner Mutter schon gehört. Die Frage ist eher, ob ich nicht den Nachbarn, die bei uns im Haus gewohnt haben, tierisch auf die Nerven gegangen bin. Denn das Schlagzeug stand in einer Mietswohnung, in einer Altbauwohnung. Und ich erinnere mich noch sehr gut, dass wir so Uhrzeiten ausgemacht hatten, zu denen möglichst wenig Menschen im Haus sind, sodass ich da voll Gas geben konnte. Und meine Eltern haben mich eigentlich, seitdem ich Schlagzeug spiele, immer begleitet, mir den Unterricht möglich gemacht. Mein Vater ist mein wichtigster Fahrer für alle Angelegenheiten. Also egal um wie viel Uhr, wo, wann und wie, er ist eigentlich immer da, wenn ich ein Auto brauche. Was mir auch möglich gemacht hat, komplett autofrei als Schlagzeuger durchs Leben zu gehen. Ich bleibe aber jetzt mal bei dem 5-Jährigen. Also wenn ich mir das heute angucke, mein Sohn ist 9. Als ich den mit 5 gesehen habe, gab es auch mal die Tendenz zu sagen, der wird gern Schlagzeug spielen. Aber wenn ich den auf so einen Schlagzeughocker gesetzt hätte,
der wäre nie im Leben unten gleichzeitig auf zwei Pedale, nämlich die Bassdrum und die Hi-Hat, tretend zurechtgekommen. Wie muss ich mir das bei dir vorstellen, die Anfänge mit 5? Das ist natürlich eine körperliche Hochbegabung gewesen bei mir, die mir das sofort möglich gemacht hat. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie sich das als 5-Jähriger angefühlt hat, mich ans Schlagzeug zu setzen. Das war irgendwie ganz natürlich für mich. Ich weiß, dass also der Anfang waren diese Topfburgen, die ich gebaut habe, und auf einmal kamen wir sind jedes Wochenende in die Rhön gefahren zu meinen Großeltern, auf einmal kamen wir da an und mein Opa hatte so ein Spielzeugschlagzeug dahingestellt, weil er dachte, ach, der Arme, der sitzt immer am Fußboden und jetzt kriegt er mal ein Spielzeugschlagzeug. Das war nach 2 Besuchen kaputt. Also nicht, weil ich das irgendwie kaputt machen wollte, sondern es hat einfach der Belastung nicht standgehalten. Dann kamen wir wieder, dann stand da ein richtiges Schlagzeug, da bin ich erstmal weggerannt. Okay. Also irgendwie hatte ich Angst davor, dass es jetzt ernst wird. Und letztlich hat mich mein Opa da irgendwie dran gesetzt und ich glaube, das ist einfach passiert. Das wirkt auch so ein bisschen so, wenn man deine Biografie näher sich anschaut, dass dir so einige Sachen zugeflogen sind. Würdest du sagen, dass du jemand bist, der sich schnell mit was anfreundet? Also das Schlagzeug ist dir natürlich zugefallen. Hast du dich sehr anstrengen müssen, um der Schlagzeuger zu werden, der du heute bist? Nö. Also das ist, ich weiß nicht. Üben fand ich natürlich ganz grauenhaft, weil Üben sehr viel Disziplin erfordert. Und ich bin eher ein neugieriger Mensch, der so, ich will das ausprobieren, machen und dann kommen irgendwie Leute, die mir erklären, wie es geht. Und das ist für mich so ein Moment, der ist immer so ein bisschen unangenehm, weil ich weiß doch, wie es geht. Und also zugeflogen hört sich irgendwie so an. Also ich kann nur sagen, es ist irgendwie so passiert. Und ja, anstrengend war es irgendwie nicht. Hast du früh gute Förderer gefunden, die gesagt haben, oh, der Sascha, da steckt was drin, da schlummert was, mit dem müssen wir was machen? Oder bist du selber überall hingerannt und hast gesagt, ich will jetzt hier Schlagzeug spielen? Na, ich würde sagen, der erste Förderer war tatsächlich mein Großvater, der wahrscheinlich auch aus Großvaterstolz heraus seinen Enkel einfach überall so hingesetzt hat, so kommen wir spielen. Warum hat er das gemacht? Fand er gut. Hat er dir nicht erzählt? Nee, also ich habe ihn noch nie gefragt, warum er mich überall da auf die Bühne setzt. Er hat selbst Akkordeon gespielt und wir haben einfach zusammen musiziert. Und aus diesem Prozess heraus ist dann, weiß ich nicht, bin ich in die Grundschule gekommen und natürlich kam auch mein Großvater, wenn irgendein Schulfest gewesen ist, komm Sascha, wir spielen. Also stand ich dann mit meinem Schlagzeug in der Mitte, umringt von, was weiß ich, der halben Schulgemeinde und der hat Schlagzeug gespielt. Und dann ist vielleicht eine indirekte Förderung gewesen. Die Grundschullehrerin hat irgendwie erkannt, Sascha, oder zumindest mit mir hat sie darüber, glaube ich, nicht gesprochen, aber mit meinen Eltern, du gehst mal auf die Helmholtz-Schule. Weil in der Helmholtz-Schule, da kann man irgendwie Musik machen, da wirst du ein Umfeld finden. Ein Frankfurter Gymnasium, um das Frankfurter Gymnasium, genau. Und das war auch so. Also die Förderung war sozusagen doppelt wichtig, weil zum einen von der schulischen Leistung wäre jetzt das Abitur für mich wahrscheinlich nicht so in Frage gekommen, Stichwort Disziplin. Da hatte ich aber einfach dieses musikalische Umfeld und das hat mich so da durch die Schulzeit gespült. Ich konnte Schlagzeug spielen, wenn eine wichtige Klausur anstand, hatte ich immer irgendeine Probe. Also die mündlichen Leistungen konnte ich dann irgendwie durch Bühnenpräsenz dann auch, also ich habe mich da so, durchfördern lassen. Das bringt mich sehr schön auf eine Geschichte von dir als Teenie. Du warst Teil der Big Band der Jugendmusikschule Frankfurt unter der Leitung von Ralf Schmidt. Ich glaube, der ist bis heute an der Jugendmusikschule. Das stimmt, ja. Der ist dort Kollege von dir geworden. Hast du gute Erinnerungen an diese Band, an diese Zeit als Schlagzeuger dieser Jugendmusikschul-Big Band? Ihr habt nämlich einen Preis gewonnen, also ihr wart relativ angesagt. Naja, also wir waren immer Zweiter, also Vizekusen des Jazz. Wir haben mehrfach bei Jugend Jazzt, das ist das Jazz-Pendant zu Jugend musiziert, haben wir teilgenommen und es gab immer so einen Endgegner, das waren die IKS Swing Kids.
aus Rüsselsheim, die waren immer besser. Da war übrigens mein letzter Gast, Oliver Leicht, Teil von. Ja, also da sieht man, was Competition alles so möglich macht. Jedenfalls, also wir haben immer zweite Preise abgeräumt. Und als wir verstanden haben, dass wir sowieso nicht gewinnen können, haben wir gedacht, machen wir wenigstens die bessere Show. Und da gibt es jetzt, also ich würde sagen, abendfüllende Anekdoten, die ich erzählen kann. Die kannst du dann in der Bar erzählen. Die erzähle ich dann zu späterer Stunde an der Bar, genau. Aber ich glaube, die Anekdote, auf die du hinaus möchtest, ist unsere Aufnahmesession im Hessischen Rundfunk. Genau, die hören wir hören nämlich jetzt gleich was da draus. Du kannst aber gerne einführend sagen, was dort passiert ist. Also wir haben bei diesen Wettbewerben haben wir irgendwie so Selbstbewusstsein getankt. Also wir werden zwar immer Zweiter, aber die Show war top. Und wir kamen da in den Hörfunk, ins Hörfunkstudio 2, das Studio, in der also die HR Big Band ihre Aufnahmen macht, haben da aufgebaut. Das war natürlich für uns damals, ich war 16, ein hochprofessionelles Setting. Und der Schlagzeuger hat auch freundlicherweise angeboten, dass ich doch das Studio-Schlagzeug benutzen darf. Das habe ich dankbar abgelehnt, weil mein Schlagzeug ist das beste Schlagzeug der Welt. Und so ging das irgendwie in verschiedenen Stufen immer weiter, bis wir dem Tontechniker gesagt haben, also wir spielen das Stück einmal, weil wir können das einmal spielen und das ist dann perfekt. Der guckte uns so an, hat so den Kopf geschüttelt und Ralf Schmidt, der Big Band Leiter, lassen Sie die bitte machen, Sie haben keine Chance gegen die. Und so war es dann, also mit etwas Murren und Widerwillen, normal macht man so 4-5 Takes, dass man dann auch nochmal schneiden kann, falls sich jemand verspielt hat. Und wir haben das abgelehnt, weil das ist auch nicht authentisch. Ja, also man muss einen Take spielen und dann stimmt die Nummer. Und so haben wir es dann auch gemacht. Und hier ist die Big Band der Jugendmusikschule mit dem 16-jährigen Sascha Wild zu hören mit Mercy, Mercy, Mercy. Ihr werdet mir verzeihen, ich habe das gesamte Stück auf 1 Minute 20 zusammengekürzt. Es geht ja vor allen Dingen darum, den Schlagzeuger zu hören. Und der ist gleich der Erste, der spielt. Ralf, kannst gerne das erste Audio. Die Jugendmusikschule Big Band mit Sascha Wild am Schlagzeug. Sascha, was macht es, wenn du heute sowas hörst? Wärst du gern Schlagzeuger der HR Big Band geworden im Anschluss? Nein, also die Big Band Zeit war super und ich fand das auch toll mit diesen Noten, die man da spielen muss. Aber mir fehlt in so einem Orchester, was ja eine Big Band letztlich ist, mir fehlt da einfach die Freiheit. Also eine Big Band ist doch eine sehr strikte Geschichte mit einem Big Band Leiter, mit dem man sich dann auseinandersetzen muss. Und für mich war der Rahmen Big Band einfach, das hat so meinen Freigeist doch vor harte Prüfungen gestellt. Trotzdem eine beachtliche Leistung für einen Teenie am Schlagzeug so schon zu spielen. Wie ging es danach für dich weiter? Abi an der Helmholtz-Schule hast du geschafft. Dann zum Studium an die Uni in Mainz? Oder habe ich was Wichtiges dazwischen vergessen? Ja, ich habe Zivildienst gemacht und dann 1,5 Jahre Sonder- und Heilpädagogik studiert, um mich auf die Aufnahmeprüfung vorzubereiten. Also ich war zum Einschreiben da und dann habe ich mir noch ein Geschichtsseminar angehört. Und daher kommt meine unglaubliche Allgemeinbildung. Sehr schön.
das Ganze hat gedauert bis 2003, wo du dann dein Studium abgeschlossen hast. Ich lese aber als erster Auftrag, den du mir zugeschickt hast, nach deinem Studium etwas, was nichts mit dir als Schlagzeuger zu tun hat, nämlich das Sounddesign für das DVD-Menü Lichtspielhaus Rammstein, eine Produktion für Rammstein bei Universal Music. Da schon auf Abwägen vom Dasein als Schlagzeuger? Ja, das ging in der Mitte des Studiums los. Also mein Thema ist immer so die engen Grenzen sprengen wollen. Und im Jazzstudium war ich auf einmal vollkommen baff, wie konservativ Jazzmusiker sein können. Also da gibt es sehr auch wieder strikte Formeln, die man lernen muss oder soll, und bestimmte Kriterien, die man zu erfüllen hat. Das Wort amtlich ist eines, das mich so aus der Studienzeit begleitet. Das hat er amtlich gespielt. Ich habe mich immer gefragt, welches Ziel hat man im Leben, wenn man amtlich sein möchte? Und dann habe ich mir einen Ausweg gesucht. Und dieser Ausweg war der Laptop. Ich habe angefangen, Drum-Bass-Musik am Schlagzeug nachzuspielen. Das fand ich damals spannend. Und war auch der festen Überzeugung, dass das die Zukunft des Jazz sein wird, dass man Clubmusik irgendwie auf die Jazzbühne holt. Und damit stand ich relativ alleine da. Habe dann immer weiter mit diesen Samplern, Elektronik und dem Laptop weitergearbeitet und natürlich auch da versucht, eine eigene Klangsprache zu finden. Habe Software installiert und erstmal alle Presets gelöscht. Weil das Erste, was passiert, wenn man so Software aufmacht, man kriegt so einen Soundvorschlag, was gut klingt. Da war wieder dieses amtlich im Hinterkopf, da habe ich gesagt, es muss alles weg. Und dann habe ich angefangen, erstmal natürlich mich am Schlagzeug aufzunehmen und mit diesen Klängen zu arbeiten. Und das haben Freunde von mir mitbekommen, ein sehr guter, bekannter Freund von mir, Thomas Sabo, der Grafiker ist und damals für eine Agentur diesen Universal-Auftrag für Rammstein bekommen hat, gesagt, Wild, du kannst doch da mit Sounds arbeiten. Und erstmal wusste ich gar nicht, worum es geht. Da habe ich nur so, mach mal was mit Kinoprojektoren, bin ich hier ins Berger Kino gegangen, die damals noch einen richtig ordentlichen Filmprojektor hatten. Dieses Geknatter habe ich aufgenommen, daraus Sounds gemacht und auf einmal hatte ich einen Auftrag für Rammstein. Kein schlechter Beginn, wenn man vom Studium aus direkt gleich mit Rammstein zu tun hat, zumindest aus heutiger Sicht betrachtet. Das bringt mich aber zu dir als Sampling-Artist. Du hast dich ja dafür entschieden, heute sehr unterschiedliche Sachen musikalisch zu präsentieren. Da wird auch gleich der Kollege Max Mallert helfen, damit wir hier auf unserer kleinen Bühne die Umbauten entsprechend gestalten können. Auf unserer Schaubühne. Ein Applaus für Schaubühne. Max Mallert, bitte. Max kommt nachher auch nochmal als Schlagzeuger auf die Bühne. Stell Max, doch deinen Hocker, den brauchen noch mehr Hilfe hier. Bitte einmal helfen. Der liebe Sascha hat sich beschäftigt mit Beatles-Songs. Du musst dein Mikrofon gar nicht mehr behalten. Du darfst dich jetzt einfach aufbauen. Und guck mal, der Ralf ist auch da. Ich möchte mal einen Applaus für den Ralf haben. Der hat sich hier heute so viel Mühe gegeben für uns. Und der Sascha präsentiert uns einen Ausschnitt aus seinem Programm Beatles Elected. Ein Versuch, sich mit der Musik der Beatles auf eine elektronische Art und Weise anzunähern. Und wie es so üblich ist, gibt es den schönen Blackbox-Effekt, dass man nur auf einen Bildschirm von hinten guckt und nicht weiß, was passiert hier wirklich live. Aber der Sascha hat mir versprochen, dass er es live macht, was wir jetzt hören, und sich mit dieser Musik beschäftigt. Du sagst mir einfach, wenn du soweit bist. Ich kann den Live-Aspekt zum Beispiel. Der Live-Aspekt ist schon nochmal gar nicht zu hören. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja. Die Technik. Ja, und jetzt? Ja, guck mal, jetzt ist es da. Ich überlasse dir die Bühne. Sascha? Ja, ich bin irritiert. Du bist noch irritiert. Ich will schon laufen. Okay. Bye.
Ich denke, den Beatles-Song, den entsprechenden, hat jeder erkannt. Here Comes the Sun. Meinst du, der Max bringt uns deinen Stuhl wieder? Das wäre natürlich großartig. Ich fühle mich hier auf dem Hocker eigentlich ganz gut. Ja, also, du rutschst mir immer mehr auf die Pelle. Ja, nachher sitze ich bei dir im Schoß. Wenn ich diese Musik höre, Sascha, ja, dann muss ich an... Guck mal, da kommt schon wieder was. Guck mal. Nee, das war aber so nicht abgesprochen. Das ist richtig. Doch, guck mal hier. Großartig, wie die wow. Das beide hinkriegen. Ein Kunstwerk für sich. Machen wir den Tisch wieder ein bisschen weg. Oh, und jetzt gleich lebt der Laptop nicht mehr. Also ich muss bei so einer Musik sofort denken an Künstler wie Kruder und Dorfmeister, Massive Attack oder auch Björk. Fühlst du dich da irgendwie angesprochen? Björk ist ein gutes Stichwort. Guter Stichpunkt. Ein gutes Stichwort. Jetzt bei dem Stück habe ich zum Beispiel mich von Björk inspirieren lassen und den Beat, den Anfangsbeat, den habe ich einfach frecherweise bei ihr ausgeliehen, wie man sagt. Ich bin ja Sampling-Artist und zum Sampling gehört natürlich auch das Zitat. Und als ich angefangen habe, mich mit diesen ganzen Software- und Sampling-Techniken zu beschäftigen, ist mir aufgefallen, es gibt gar keine Möglichkeit, das irgendwie zu lernen. Also natürlich kann man es lernen, aber es bringt einem keiner bei. Und deswegen habe ich mir da so die eigene Methode zurechtgelegt, wie ich das lerne. Und zu dieser Methode gehörte, dass ich Musikstücke, die ich interessant fand, und da geht es jetzt gar nicht um Geschmack, ob ich die gut oder schlecht finde, sondern die ich von der Machart her interessant fand, die habe ich mir einfach so als Brikett in die Musikschnittsoftware gelegt. Brikett deswegen, weil man sieht so eine Wellenform, und wenn Musik heutzutage produziert ist, dann sieht man so einen schwarzen Balken. Das hat damit zu tun, dass man versucht, Musik so laut wie möglich zu produzieren, und dann sieht man da irgendwie so einen schwarzen Klotz. Und aus diesem schwarzen Klotz habe ich dann versucht, die Struktur des Stückes herauszulesen. Sprich, ich habe einfach analysiert, wann passiert was in diesem Stück, und habe dann einfach diese ganzen Events im Computer nachprogrammiert. Also das, was mir das Jazzstudium beigebracht hat, dass man ein Musikstück sich anhört und versucht, das nachzuspielen. Im Studium hieß es Transkription. Das habe ich einfach auf den Laptop übertragen. Und da bei diesem Björk-Stück war die Basslinie, fand ich interessant, und den Beat, und das habe ich nachgebaut und behalten. Für mich hat so eine elektronische Musik immer so ein bisschen so ein Gefühl von Try and Error. Also so, ich probiere was aus, lege mir eine Schlagzeugspur hin oder eine Bassspur und kombiniere das und guck mal, wie das klingt. Würdest du auch sagen, dass du an elektronische Musik in dieser Form dran gehst, oder hast du einen konkreten Sound oder einen Klang im Kopf und sagst, ich lege mir das erst zurecht und dann höre ich mir das erst an, wenn ich das habe? Sowohl als auch. Mittlerweile ist es so, ich höre eigentlich schon ganz genau, was ich haben will, und bin dann so ein bisschen nervös und zappelig, dass es nicht schnell genug geht, dass es so klingt. Das ist am Schlagzeug leichter, da haut man drauf und es ist alles klar. Aber in der elektronischen Musik muss man doch oft sehr, sehr viele Umwege gehen. Und was mir sehr geholfen hat, ist, dass ich erkannt habe, dass man mit einem Mikrofon und so wie ein klassischer Geräuschmacher früher im Film, die besten Geräusche geben einfach die Naturklänge von sich. Und wenn man die aufnimmt und jetzt, was weiß ich, so ein Wasserblubbern, wenn man das mit dem Strohhalm im Wassergläschen macht, dann hat man schon eigentlich fast diesen Sound wie so ein elektronischer Beat mit so einem Filter. Und den zu programmieren, würde ich sagen, dauert ungefähr 2 Stunden. Und ein Glas mit Wasser zu füllen und mit dem Strohhalm ein bisschen zu sprudeln, dauert 3 Sekunden. Und also ich habe sozusagen den Schlagzeuger über das Mikrofon in den Laptop geholt. Das ist ja ganz praktisch. Dadurch, dass du selber Schlagzeuger bist, kannst du das natürlich relativ schnell machen. Kann sich ja nicht jeder erlauben. Dann muss man ja, viele Leute müssen viel mehr Zeit damit verbringen, oder sie nehmen eben das, was ihnen die Konserve sozusagen vorgibt, und müssen das dann benutzen. Aber gut, du sprichst dich als Schlagzeuger an. Mich würde interessieren, was deine Vorbilder da sind. Also gibt es Musiker und deren Biografien, wo du dich wiederfindest, wo du sagst, das ist so eine Richtung, in die wollte ich immer gehen, bis hierhin bin ich da und da hingekommen, aber das ist für mich so jemand, mit dem ich mich gerne da
verglichen sehen würde oder der für mich irgendwie dafür steht. Gute Frage. Das sind immer so Lebensabschnittspartner. Also ich hab immer jemanden, der gerade sozusagen das künstlerische Interesse irgendwie begleitet, inspiriert. Und ich glaube, gerne gesprochen hätte ich tatsächlich eher mit einem klassischen Komponisten, zum Beispiel mit Stravinsky hätte ich mich gerne mal unterhalten. Einfach weil der aus einer Zeit kommt, wo, sagen wir mal, viele Klänge, die wir heute hören und für selbstverständlich halten, die es damals noch gar nicht gab und er mit einem Orchester eigentlich eine Zeit der Industrialisierung auf Instrumente übertragen hat. Das ist für uns heute selbstverständlich. Also mit so jemandem hätte ich mich gerne mal unterhalten. Wie kommt man in einer Zeit, wo es keine Vorbilder für irgendwas gibt, auf die Idee, was wirklich komplett Neues zu machen? Also Lärm und Krach in Musik transferiert, das kennen wir. Ich weiß noch, dass die Rolling Stones mal die lauteste und härteste Band der Welt waren. Und wenn wir uns das heute anhören, ist es irgendwie so ein bisschen so, dass man darüber schmunzelt. Und bei Stravinsky ist das erste Mal dokumentiert gewesen, dass sich das Publikum während der Aufführung geprügelt hat, weil sie es nicht ertragen haben, dass einfach eine anfahrende Dampflokomotive auf den Klangkörper Orchester übertragen wurde. Das hätte mich schon mal interessiert, was er dazu zu sagen gehabt hätte. Das hört sich sehr interessant an, ist eine schöne Brücke zu einem nächsten kurzen Ausschnitt von einem Projekt, das dich beschäftigt hat, nämlich du hast dir ein Hochhaus vorgenommen in Thailand. Warte mal, da habe ich ein Anschauungsmaterial. Okay, alles klar. Oh, wir kriegen jetzt sogar noch Anschauungsmaterial von Sascha Wild geboten. Ja, ein Bildchen. Also du zeigst uns wahrscheinlich dieses Hochhaus. Es ging darum, dass Sascha 2010 für den internationalen Hochhauspreis, der vom Deutschen Architekturmuseum in der Paulskirche in Frankfurt verliehen wurde, nach Bangkok reisen durfte, um dort ein Hochhaus musikalisch umzusetzen. Und dann bringen wir dein Bildchen her. Ah, guck mal hier, jetzt kriegen wir was. Ah. Best High Rises. Ein sehr modernes Projekt. Und Sascha, du bist hingegangen und hast versucht, dieses Monstrum zum Klingen zu bringen. Und damit man einen Eindruck davon kriegt, was du daraus gemacht hast, hören wir jetzt einen Ausschnitt aus The Met Doku. Das ist natürlich nur eine arg verkürzte Form, weil es gibt ein kurzes Video, wo man sieht, wie du da arbeitest, wie du durch dieses Haus läufst und aufnimmst. Aber wenn ich mir das vorstelle, ich stehe vor diesem Gebäude und bin jetzt der Sascha Wild und fange an, was zu machen? Was hat dich als erstes an diesem Haus angesprochen? Wie bist du vorgegangen, um dieses Haus tatsächlich klingend zu machen? Also ich hatte natürlich ein paar Vorgaben. Zum Beispiel ging es darum, dieses Gebäude sollte man halt hören und nicht sehen. Das ist irgendwie die Idee dieses Hochhauspreises, denn Preisträger, das ist sozusagen das Ding mit dem Tuch drauf, dass man
erst sehen darf, wenn bekannt gegeben wird, was es ist. Daraus ergibt sich dann zwangsläufig im Rahmen einer Veranstaltung auch eine Dauer. Also dieser Beitrag sollte nicht länger als maximal 9,5 Minuten sein. Und dann kam mir als allererstes der Zufall zu Hilfe. Ich habe mich also unten an dieses Hochhaus gestellt, mit meinem Aufnahmegerät in der Hand, habe Start gedrückt und bin einmal hoch in den 64. Stock gefahren. Habe da eine kurze Aufnahme gemacht und bin wieder runtergefahren. Und das hat insgesamt 9 Minuten 30 gedauert. Und da habe ich gedacht, cool, also habe ich jetzt schon mal die Zeitdauer erledigt. Und dann habe ich angefangen, diese Abschnitte zu befüllen mit weiterer Musik. Also die eine Tonspur lief sozusagen die ganze Zeit durch. Man geht einmal hoch, einmal runter. Und dann habe ich mir, also das ist ja, man sieht das, es ist ein sehr grafisches Gebäude, wie ich finde. Und habe dann angefangen, mir einfach die Struktur dieses Hauses musikalisch zu eigen zu machen. Also dieses Gebäude hat 3 Türme. Das hieß für mich, aha, 3 Abschnitte. Auch wieder ganz klassisch. Wie heißt es im Sonatenhauptsatzform? Und also 3 Abschnitte, auch alles klar. Was passiert in so einem Haus? Es ist ein Wohnhaus und dieses Wohnhaus ist innen hohl, was sehr interessant ist. Also ich versuche das mal hier, ich lege diesen Katalog gerne hin, da kann man sich dann später noch ein bisschen durchblättern. Und dieses Gebäude ist deswegen hohl, weil man versucht hat, in den Tropen ein Gebäude zu bauen, das komplett klimaneutral funktionieren kann. Also Energie klimaneutral. Und man hat in dieses Gebäude ganz viele Wasserflächen gebaut. Ich durfte da eine Woche in einer Luxuswohnung wohnen, also in der Musterwohnung. Und also es gibt dann verschiedene Pools und dann gibt es noch einen ganz großen Pool und immer wieder so gemeinsame Flächen. Und dann hat sich diese Klangwelt einfach dadurch erschlossen, es gab Wasser, es gab Bäume. Dann haben die Architekten sehr viel Wert auf Bezüge zur thailändischen Tradition gelegt. Das heißt, diese ganzen Muster sind eigentlich aus thailändischen Teppichen inspiriert gewesen, sodass ich beim Goethe-Institut angefragt habe, ob es nicht in Bangkok sowas wie eine Abteilung für historische Musikpraxis gibt. Die gab es. Da hatte ich dann die Möglichkeit mit der Klasse, mit der Professorenklasse, die wirklich thailändische alte Musik spielen, die durfte ich dann ganz exklusiv aufnehmen. Hat man auch gehört jetzt in dem Ausschnitt. Und dann habe ich festgestellt, dass die Trommeln und die Instrumente, die die benutzen, ungefähr diese, also eine sehr ähnliche Klangqualität zu dem haben, was die Architekten wiederum als Materialien benutzt haben. Da kam mir der Schlagzeuger zu Hilfe. Ich hatte also Stöckchen und so verschiedenes zum Anregen des Materials dabei und habe da einfach so mich durchs Gebäude gedengelt, um es mal so salopp zu formulieren. Und diese ganzen Sounds aufgenommen, also bin zurückgekommen mit, ich sag mal, 10.000 Einzelsounds. Und aus denen habe ich dann nach und nach dieses Klangspektrum definiert. Und dann ist das Schlimmste passiert, was einem passieren kann. Der Tag kommt immer näher und ich hatte eigentlich außer Rhythmus und irgendwelchen schönen Geräuschen aus dem Gebäude keine Melodie. Und das ist natürlich immer doof, wenn man Musik vorspielt und man hat keine Melodie. Und da hat mir das Haus nochmal geholfen, wenn man es auf die Seite gedreht hat, gab es da auch so ein sehr charakteristisches grafisches Muster, das sich wiederholt hat über das Gebäude. Und da habe ich ähnlich, wie man das mit so einem Pixel in der Grafik macht, ich habe einfach ein Raster drüber gemacht, über dieses Muster. Und das sieht dann ungefähr so aus wie Noten auf einer Pianorolle, die man in die Musiksoftware eingibt. Das heißt, ich habe einfach das Gebäude abgemalt, das als Musikstruktur genommen und einfach mal Play gedrückt und gedacht, klingt doch ganz gut. Also dann musste ich natürlich noch so ein paar, die schiefen Töne noch irgendwie rausnehmen, aber die Komposition hat tatsächlich irgendwie dieses Haus gemacht. Ich habe es nur interpretiert. Sehr schön. Von dieser Klanginstallation ist es ja, wenn man das hört, ist es natürlich schon sehr beeinflusst von Sounds und Tönen, ist es aber nicht weit bis zur Filmkomposition, zumindest für mich jetzt vom Ansatz her als Musiker. Ist ja ein Teil, wenn man in deine Biografie guckt, du hast relativ viele Filme für Arte musikalisch umsetzen dürfen. Ist das was,
was du gut vergleichen kannst mit so einer Art von Arbeit? Oder ist für dich nochmal das Komponieren für Film und so noch mehr an das geknüpft, was jeweils auf dich wartet, an das jeweilige Projekt? Also ich finde, das Musikmachen für mich sowieso, das ist wie so ein permanenter kleiner Film, der im Kopf läuft. Deswegen ist der Wechsel dann sozusagen zum Medium Film, der war für mich irgendwie auch ganz, ganz logisch. Also ich habe schon immer irgendwie Bilder zu dem assoziiert, was ich so an Musik spiele. Am Anfang meiner musikalischen Karriere war es einfach noch nicht so üblich, dass man mit Visuals arbeitet, was heute eigentlich, also es gibt ja kein Konzert mehr, das nicht mit einer riesen LED-Wand gemacht wird. Jazz-Konzerte gibt es schon eine Menge ohne Visuals. Also ich spiele in jedem zweiten, in jedem Club ohne irgendwelche Visuals. Also das ist ja schon eine bestimmte Art von Konzert, die mit Visuals stattfindet. Dann grenze ich ein. Also für mich ist es ganz normal, dass da so Bild läuft. Und es lief neulich im Fernsehen Forrest Gump. Und den habe ich, glaube ich, so mit 14 gesehen. Und da gab es so eine kleine Klaviermelodie. Und das war so das Erste, wo ich mich erinnern kann. Da habe ich mich ans Klavier gesetzt, wollte das nachspielen. Fand es irgendwie ganz schön. Da kommt so eine Feder runtergeschwebt. Unglaublich. Das hast du als Autodidakt gelernt, Klavier zu spielen. Hast du nicht studiert, nicht gelernt, richtig? Na, ich habe es dann schon gelernt. Also das war auch wie der Großvater, der hat halt immer georgelt. Da stand die Orgel rum und irgendwann fing der an und hat gesagt, hier Sascha, ich muss dir mal meine ganzen Volkslieder, die ich so kann, mal vorspielen. Und also er hat mir auf dem Akkordeon seine Schneewalzer und wie sie alle heißen, Kufsteinlied und also die ganze Palette, die hat er mir so aus dem Kopf vorgespielt und ich habe das dann nachgespielt. Und weil es mein Großvater war, dachte ich natürlich, das ist auch richtig. Als ich dann später die Lieder mal im Original gehört habe, habe ich gedacht, wow, das war schon sehr eigenwillig, wie er das interpretiert hat. Und dadurch konnte ich dann so ein bisschen, also ich bin als Pianist so ein Rechtshänder-Pianist und kann keinen Bassschlüssel lesen. Mhm. Das war im Studium blöd, weil da kamen dann diese ganzen Bassschlüssel und da musste ich mir dann irgendwie helfen oder helfen lassen. Also Klavier ist so ein Mix. Ich habe es mir selbst beigebracht, dann hatte ich Akkordeonunterricht, dann habe ich Keyboard gespielt und fürs Studium dann Klavier, das muss man halt mitstudieren. Also kam mir nicht drum rum, ich bin sehr froh drum. Und das bringt mich zu dem letzten Stück, das wir für den ersten Teil angesetzt haben im Ablauf der Musik. Ein Stück, das da heißt NYC Slow Theme, also New York City Slow Theme. Willst du erzählen, woher das Stück kommt? Also erstmal sieht man da wieder die Verzweiflung des Komponisten. Wie heißt dieses Lied eigentlich? das ist entstanden für eine Arte-Folge Durch die Nacht mit Stanley Tucci, den man aus Der Teufel trägt Prada kennt, der so den helfenden Engel spielt. Die sind durch New York gelaufen und da sollte ich Musik für machen. Ich sehe meistens die Filme nicht, bevor ich die Musik mache, weil es sich bewährt hat, dass ich erst die Musik mache und dann kann man dazu nämlich gut schneiden. Mhm. Das heißt, ich kriege sozusagen ein Setting, kriege so ungefähr, ja, es regnet und so nachts, Autos, New York, Hochhaus. Und da hatte ich so im Hinterkopf Miles Davis, der Fahrstuhl zum Schafott. Das war so ein bisschen mein Vorbild. Da habe ich mich dran orientiert. Und was ich sagen wollte zum Thema Liedtitel, das entsteht dann, ich schreibe für so eine Filmmusik vielleicht 40 Musiken. Mhm. Und diese Musiken heißen so schön wie Nacht 1 bis 7 und Taxifahrt 12 bis 13. Und je näher die Deadline kommt, desto weniger wichtig ist, wie diese Datei heißt. Irgendwann haben diese Dinger einfach keine vernünftigen Namen mehr. Und ich habe es jetzt einfach dann nach dem Spielort und so ungefähr nach dem musikalischen Charakter benannt. Deswegen heißt es NYC Slow Theme. Sehr schön. Dafür holen wir nochmal zwei Gäste auf die Bühne. Den einen haben Sie schon zu Beginn gehört, Harry Gottschalk an der Gitarre. Und das andere ist der Moritz Gleditsch an der Trompete. Und ich darf dazu sagen, der Moritz hat damals, als wir das aufgenommen haben, mich sehr unterstützt, indem er relativ vorurteilsfrei gesagt hat, oh ja klar, spiele ich mit. Und jetzt bei der Probe haben wir gemerkt, was das heißt, ja klar, spiele ich mit.
Das war gar nicht so einfach. Ich habe ihm so ein musikalisches Bett angeboten und darüber hat er so seine Trompete gespielt. Ich hatte auch so ein paar Melodien und von der Melodie, die Sie jetzt hier hören, das ist jetzt sozusagen eine Art Kompromissversion, weil da ist genau das passiert, was wir als Big Band beim HR verhindern wollten. Er hat nämlich ungefähr 40 Takes gespielt und ich habe die schönsten rausgeschnitten. Und er sagte zu mir in der Probe, das, was du da in den Noten gespielt hast, das habe ich nicht gespielt. Also er darf jetzt wieder seine Variante spielen. Und Gregor übernimmt den Basspart. Also diese Produktion ist tatsächlich komplett als Jazzband auch entstanden, deswegen wird der Laptop hier keine Rolle spielen. Thank you.
jetzt hier bin ich. Das war Moritz Glinsch an der Trompete, Harry Gottschalk an der Gitarre. Sascha, bleib ruhig stehen. Wir haben jetzt eine Pause und bevor wir in die Pause gehen, möchte ich Sie auf Folgendes hinweisen. Sie haben vielleicht an der Kasse, wenn nicht, können Sie sich noch einen holen, einen solchen kleinen Zettel bekommen. Es gibt immer wieder den Fall, dass Leute im ersten Teil merken, dass sie eine Frage hätten an meinen Gast. Eine Frage an Sascha Wild, die vielleicht noch nicht gekommen ist, die Ihnen ganz wichtig wäre. Schreiben Sie sie auf und legen Sie sie da vorne in diese kleine Kiste. Und im zweiten Teil werde ich sehen, dass ich sie Sascha stelle, sofern es eine wirklich interessante Frage ist, die nicht sowieso noch auf meinem Zettel steht. Denn über den Musikpädagogen Sascha haben wir noch nicht gesprochen und über die Projekte, die die Zukunft vielleicht noch bringen wird. Ich freue mich auf den zweiten Teil, wünsche Ihnen jetzt erstmal eine schöne Pause mit einem Gruß aus der Küche. Vielen Dank.